Hallo, hier ist wieder mal die Bärbel. Ich habe eine Schale frei. Ich wüsste jetzt auch nicht, was ich rein tun mache. So, ich habe hier eine doppelte Seite Küchenpapier. Die lege ich in diese Schale rein. So, jetzt machen wir das mal ein bisschen nach unten, dass ihr das auch sehen könnt, wie ich das mache. Es muss nicht eine Plastikschale sein, es kann eine Schale sein vom Gemüse, egal was ihr habt an Schalen. So. Darauf durch ganz stinknormalen Kressesamen habe ich hier Gartenkresse, die lege ich durch hier drauf verteilen. Ungefähr so. So, und dann kommt kaltes Wasser drauf. Alles in den Plastikbeutel, ab ans Fenster und in einer Woche, so, das darf natürlich dann nicht sein, dass der Samen zugedeckt wird. In einer Woche könnt ihr dann Kresse ernten. Ich mache dann hier vorne noch ein Gummiband oder mal sehen, was ich finde zu und stelle das dann so, wie es jetzt ist, kommt das jetzt bei mir ans Fenster. War bloß mal eine kleine Idee, die ich euch jetzt hier zeige. Ihr wisst ja, dass ich sehr viele Sprossen, Keimlinge anziehe. Ein kleiner Napp. Kresse kostet 99, nee, das ist jetzt schon wieder 1,10 Euro. Früher war es mal 59, jetzt sind es 1,10 Euro. Eine Tüte Kresse, ganz normaler Kressesamen, gibt es in jedem Markt, wo es Pflanzen gibt. Ist noch billig. Da könnt ihr aber mindestens 10 bis 20 Mal Kresse anziehen. So. Nun rechnet mal aus, was für euch billiger ist. Mal 5 Minuten hinnehmen und mal so eine Schale fertig machen, Kressesamen, das Küchenpapier hat eigentlich, diese Rollen hat doch jeder im Haus. Wo seid ihr billiger, wo geht's schneller und ist auch gut für Kinder, die mal sehen, wo die Pflanzen überhaupt herkommen. Sie können auch, wenn die Kinder so 5, 6 Jahre sind, können sie das auch selber machen. Innerhalb einer Woche kommen die Pflanzen zum Ernten. Tschüss für heute. So, ich zeige euch mal mein Weizengras oder Weizensprossen, was ich heute habe. Das gibt's heute zum Abendbrot, roh aufs Butterbrot und wir leben wieder gesund.